Ich sah diese Reportage, wo es im zweiten Teil um Medizininfluencer geht. Vater, hier produziert der 25-Jährige seinen Content. Auch der Look. Das Allerwichtigste. Shitscope. Genau, und dann tue ich mir immer noch diese Lampe da so ein bisschen rein. Ja. Sieht dann auch noch so ein bisschen mehr aus wie Arztpraxis, würde ich sagen. Genau, und was natürlich nicht fehlen darf, ist natürlich Ah ja, das ja. Shitscope. Weil man natürlich wieder die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich ziehen muss. Lenkt. Überrascht, wie sehr sich die Leute David anvertrauen. Immerhin geht es hier auch um sehr persönliche Fragen zu ihrer Gesundheit. Warum wendet ihr euch mit euren medizinischen Problemen hier an den Hausarzt? Vielleicht könnt ihr das mal in den Chat unten schreiben. Das würde uns sehr interessieren. Genau, Vertrauen hat jemand geschrieben, Ja. weil er sich Zeit nimmt. Alleine gelassen? Sehr viel sind Weil wir er gut unter, aussieht. schwer die vorzulesen. Ja, und ich fand einfach die Bedeutung des Stethoskops in diesem Video ziemlich lustig und wie im Prinzip die ganze Glaubhaftigkeit und Seriosität des Arztes über dieses Stethoskop und den weißen Kittel generiert wird. Und stellte mir dann vor, wenn man jetzt in eine Hausarztpraxis reinkommt und dann der Hausarzt da ohne Stethoskop steht, wie man ihn dann auch so eine Ansage machen könnte. Ja, entschuldigen Sie. Wenn Sie kein Stethoskop tragen, dann können Sie gar kein richtiger Arzt sein. Ich traue Ihnen nicht. Sie wirken unseriös ohne Stethoskop. Ich gehe wieder und suche mir einen richtigen Arzt. Und dann fand ich das ganze Thema Glaubhaftigkeit, Seriosität und sowas mega spannend und habe daraufhin einen kurzen Sketch gedreht, wo es gerade um das Thema Glaubhaftigkeit geht und auch Vorurteile. Also wie muss jemand aussehen, die Bedeutung des Aussehens, wie muss jemand wirken, dass man ihm vertraut und wie wichtig ist dieses Wirken und Aussehen eigentlich. Ja, herein. Entschuldigung, bin ich hier richtig beim Arzt? Ja. Hier sind Sie richtig. Ich bin der Arzt. Ja, was zum Henker? Sie sehen ja fast aus wie ich. Ja, aber nur fast. Aber nur fast. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich kein Oberteil trage und eine Brille, die ja wohl meine Gebildetheit ausdrückt. Und Sie tragen ja keinen weißen Kittel und kein Stethoskop. Und warum liegen Sie überhaupt im Bett? Fragen über Fragen. Warum ich im Bett liege? Ja, damit ich Sie besser fressen kann wahrscheinlich. Sind wir hier denn bei Rotkäppchen? Kommen Sie mal ran hier, treten Sie näher, dass ich Sie untersuchen kann. Was ist denn Ihr Problem? Warum sind Sie überhaupt hierher gekommen? Ja, also erstmal, mir gefällt eigentlich die Kommunikation hier gar nicht. Also es ist überhaupt nicht auf Augenhöhe. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen von oben herab behandelt. Also was ist denn das hier eigentlich auch für ein Zustand? Sie liegen hier im Bett. Komme mir hier vor wie bei Kafka der Prozess. Das kann doch alles nicht wahr sein. Und ja, wie ich Sie gefunden habe, ich habe auf Google eingegeben, bester Arzt in der Gegend und Sie waren ganz oben. Und jetzt sehe ich das. Können Sie sich denn überhaupt als Arzt ausweisen? Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Also, seriös wirkt das hier ganz. Seriös wirkt das nicht? Ich muss auch gar nicht seriös wirken. Es geht doch nicht darum, ob ich seriös aussehe, ob ich seriös wirke. Also, ich könnte Ihnen jetzt mein ganzes Abiturzeugnis holen mit dem Einser-Durchschnitt. Da könnte ich Ihnen meine Approbationsurkunden zeigen. Das kann alles gefälscht sein. Sie wissen das doch alles. Da irgendwelche Politiker haben falsch zitiert, ihre Doktorarbeiten kopiert. Sie wissen auch, Gerd Postel war als Postbote Chefarzt. Also, könnten Ihnen jetzt diesen ganzen Papierkram zeigen, aber das würde auch nichts an meiner Glaubhaftigkeit groß ändern. Oder das hätte ich ja, kann man auch selbst machen. Entscheidend ist doch, ob ich Ihnen helfen kann. Oder? Ob ich jetzt so aussehe, aufgrund Ihrer Vorurteile, also nur weil ich jetzt hier liege, ne? Also kann da nicht angehen. Entscheidend ist doch nicht, wie ich wirke. Doch, es ist sehr entscheidend, wie Sie wirken. Sie machen mir Angst. Es ist krank, was ich hier sehe. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich gehe, ich suche mal lieber einen seriösen Arzt. Und
Ja, gut, ja gut. Dann haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, Sie verlassen jetzt unmittelbar den Raum, dass der nächste Patient reinkam. Da draußen sitzen noch ganz viele weitere Gestalten, die ziemlich genau auch so aussehen wie Sie. Sie, in der Zeit, wo Sie jetzt hier reden, hätte schon der nächste dran sein können. Oder zweitens, Sie raffen es endlich, dass es nicht darum geht, seriös zu wirken oder ob ich mich hier ausweisen kann, dass ich hier Zertifikate habe, darauf kommt es auch gar nicht an. Oder zweitens, Sie raffen endlich, dass doch entscheidend ist, ob ich Ihnen helfen kann. Ja? Egal, ob ich jetzt Bodo Schiffmann heiße oder sonst was, wichtig ist doch, dass ich Ihnen helfen kann. Und vergessen Sie hier die Packung Zigaretten. Ja? Mag ein Widerspruch sein, trotzdem, ich kann Ihnen helfen. Das sollte doch das entscheidende Kriterium sein. Fragen Sie mal alle meine Patienten in den letzten 20 Jahren, die ich schon erfolgreich behandelt habe. Ja? Ist das nicht eine Aussage, die viel wertvoller ist als meine ganzen Zeugnisse hier? Oder hier? Ja?